ich komme. Es tut mir leid, ich habe verschlafen. Ausgerechnet heute. Benedikt und ich, wir haben uns wieder vertragen und da... Ist dir etwas dazwischen gekommen? In diesem Fall seid ihr verziehen. Was ist mit dir und Friedrich? Nicht, dass unsere Doppelhochzeit jetzt euretwegen ausfällt. Keine Angst, wir haben uns ausgesprochen. Dann ist ja gut. Friedrich ist... Er war unglaublich. Es war so romantisch. Er hat mir alles von sich erzählt. Jetzt verstehe ich ihn erst richtig. Wie schön. Oh. Einen besseren Mann hätte ich gar nicht finden können. Und Max? Das war doch nur eine kindische Schwärmerei. Aber Friedrich dagegen, das ist ein Mann fürs Leben. Wie schön.